Und damit begrüße ich euch wieder zu einem neuen Let's Play Folge. Nach der letzten Folge gab es Verbindungsschwierigkeiten. Ich habe das jetzt mal auskuriert. Das heißt, ich habe jetzt mal ein bisschen die Verbindung getestet. Ich hoffe, es klappt jetzt ein bisschen besser. Und ich nehme ja das Ganze mit dem Funk. Also es geht alles über den Funk. Und im Prinzip ist es so, dass ich nicht über die LAN-Verbindung mache. Ich müsste das vielleicht mir mal ein LAN-Kabel bestellen, ein Internetkabel bestellen von einem Meter oder so, wo ich das dann anschließe. Dann hätte ich in dem Sinne vielleicht auch keine Verbindungsprobleme. So, es klappt jetzt auf jeden Fall. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja... was haben wir eigentlich in der letzten Folge? Ah ja, genau, da haben wir ja die Verstärker konfiguriert. Das heißt, die Verstärker uns angeschaut. Und haben uns das mal ein bisschen angeschaut, also ein bisschen herumgesucht. Und wir haben eigentlich ein paar neue Sachen gefunden. Einerseits mal vieles mit Level 4 zum Teil, also... Hier haben wir zum Beispiel ein Enigma Brand 2. Das gibt uns nochmal 5 Stärke schnelleres Nachladen mit Handfeuerwaffen. Also, ja. Hier haben wir einfach nichts. Das geht nur von der Verteidigung her. Hier geht aber auch nochmal plus 5 höher. Das heißt... Wir müssten ja schon bald das hier nehmen und den Rest halt mal zerlegen. Die Handschuhe müssen wir auch zerlegen. Und auch der Brustkorb, den kann man noch upgraden, sehe ich das richtig. Impulsgewehrmunition. Erhöht die Menge an Impulsgewehrmunition, die du tragen kannst. Komm, das machen wir. Das ist nämlich nicht schlecht. Das können wir auch noch irgendwie... updaten. Was haben wir hier? Handfeuerwaffen nachladen. Ja gut, das brauchen wir eigentlich nie. Der andere hat 21. Das sind 20. Ja gut, da wechsle ich den Helm und zerlege den Helm, den wir jetzt haben. Da muss man mal Verteidigung 92. So, die Waffen. Da haben wir jetzt noch eine Waffe Level 3. Automatisches Gewehr, Scout-Gewehr und das ist ein automatisches Gewehr. Das sind 22 und was haben wir da? Vollautomatisches Kriegsgewehr. Ja, eigentlich, ich brauche... Das sind beides dieselben Waffen, sehe ich gerade. Oder? Ja, das sind beides dieselben Waffen. Wieso habe ich denn zweimal... Wieso habe ich denn zweimal dieselbe Waffe? Ja gut, da können wir ja eine Waffe zerlegen. Brauchen wir die nämlich nicht unbedingt. Und das ist eine Spezialwaffe, die können wir auch lassen. Jetzt haben wir noch ein Upgrade, was wir hier machen können. Und zwar haben wir nämlich die Nova-Bombe. Schleudert einen explosiven Blitz aus leere Licht auf deinen Feind, der alle zersetzt, der sich im Wirkungsbereich befinden. Mit LT, also links und L1 und R1 kann man es aktivieren. Da würde ich jetzt mal sagen, wir wählen das mal aus. So... Jetzt haben wir eine Rüstung von 82%. Ne, warte, nicht Rüstung, sondern Stärke von 82%. Gut, das sind eigentlich alles nur so Sachen, die wir jetzt nicht wirklich brauchen. Arkane Weisheit auslöschen. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt mal so.
Und setzen uns mal das nächste Ziel. Das wäre rein technisch noch. Eigentlich hätten wir noch was in der Erde, nämlich die letzte Anlage, Altrussland Erde, Level 5 Story, suche Codex zur Reaktivierung einer alten Satellitenanlage und verbinde sie mit den lange verlorenen Kolonien im ganzen Sonnensystem. Schwere Waffen-Upgrade und ein EP-Bonus von 1800. Ja, ich würde mal sagen, das nehmen wir mal an, weil schwere Waffen können wir sicher gebrauchen. Wenn wir, besonders wenn wir dann noch so an sich auch viele ja, Gegner haben, wo wir das dann durchziehen müssen, bald auch. So, noch ein bisschen die Sound ein Es bisschen gibt verstellt. Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Okay. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Und da müssen wir wohl hin. Naja. Ich würde noch schnell die Waffe wechseln, wenn ich jetzt die Klopp finden könnte. Da. Dass wir die Scout-Waffe lieber benutzen. So. So. Zack. Dann reisen wir mal zur Himmelswacht. Wir können ja da mit dem. Nicht mit mir, Jungs. Danke. Ich will mich nicht mit euch anlegen. Schade, dass der Dings noch nicht so schnell ist, der Spore. Ah, ne, warte, wir müssen hier lang. Doch, hier lang. Wow. Woohoo, yeah. Zack. So. So, Freunde, jetzt. Der Rudolo Lolo, oder wie der auch heißt, ist auch in der Nähe. Das habe ich gerade noch gesehen, aus dem Augenwinkel heraus. Boah, den schieße ich voll in den Kopf. Guck. Danke. So, zum Glück. Schade, dass die Scout. Warte mal, da vorne ist ein Gebäude. Schade, dass die. Ja, die Scout-Waffe. Nicht so einen hohen Magazinstand hat. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe gedacht, hier wäre irgendetwas. So ein, ja, ich weiß nicht, so ein Geist oder so. Und guck mal, da hinten sind. Alter, das sind Flugzeuge, die abgeschossen wurden, oder was? Krass. Jede Menge Flugzeugteile. Ja, gut, dann machen wir mal. Gehen wir mal wieder in die Himmelswacht rein. Oh, da sind schon wieder neue Gegner. Hab euch doch schon mal erledigt, oder nee? So. Mal schnell nachladen, denn da ist der gute Captain. Musst du dich eigentlich immer teleportieren, hä? Danke. Was sind wir eigentlich für ein Level? Ich glaube jetzt schon Level 4, gell? Dann ist es ja hier für uns nicht mehr so das Problem. So, dann gehen wir nochmal hier durch. So. Okay, Problem. Wieder durch diese Scharbrotstätte.
Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Ja, hier sind wir ja schon durchgelaufen. Jetzt geht's eigentlich nur noch ein Stückchen weiter. Ist ja eigentlich in dem Sinne auch nicht unbedingt das Problem. So. Wir müssen jetzt nämlich... Ich glaube, da setze ich mal... Ne, wir bleiben mal bei der Waffe. Die ist nämlich eigentlich nicht schlecht, so. Na komm, zeigt euch doch, wenn ihr wollt. Da röste ich die Jungs mal so ein bisschen. Da oben ist einer, ich hab das genau gesehen. Jawohl, dann lass es doch, wenn du die willst. Ja, ja, bombardiert mich ruhig, das ist schon gut. Den haben wir. Und der nächste. Oh, 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 das sind viele. Boah, das sind viele. So, jetzt haben wir dich, mein Freund. Ich brauche Munition. Liegt hier keine Munition rum? Ich fasse es doch nie. Gut, die kommt meistens auch immer erst zum Schluss, gell, wenn du dann fast keine mehr hast. Ihr nervt ganz schön, ey. Wow. Alter. Rüber, 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 rüber. Oh, da ist noch ein Captain. Ah! Oh, da weiß ich schon, was ich dafür machen kann. Yeah, Alter, geil. Es hätte noch ein bisschen mehr in der Mitte sein sollen, aber es hätte geklappt. Wo seid ihr, Hunde? Da. Komm, zeig dich. Jawohl, Alter. Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden, gar nicht weit weg. So, ich brauche Munition. Hier ist keine einzige Munition in Sicht. Nicht einmal ein Munitionsbeutel oder irgendwas. Das ist keine Kiste, hä? Nee. Krieg schon hier. So langsam Stress. Ist auch nichts, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts, auch nichts, auch nichts, auch nichts, auch nichts. Gut. Naja, dann gehen wir mal weiter. Sonst müssen wir halt nur doch die Waffe noch wechseln. So, hier ist nix, hä? Nee. Himmelswacht. Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Wow. Krass. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der andere wird uns jetzt sicher noch folgen, hä? Da hinten. So, wo
soll sich ein Geist befinden? Irgendwo hier, immer in der Nähe, oder was? Da ist zum Beispiel ein Splitter. Hier. Tot. Such weiter. Ja, bin ja schon dabei. Aber wenn ich keine neuen Gegner hier bekomme. Tot. Such weiter. Oh, hier ist ein Dreh. Die kann ich alle gut gebrauchen. Ey, hier muss man wirklich das Gebiet genau abgucken. Ich glaube, die Leute übersehen auch einiges so, wenn man das jetzt so... Zum Beispiel auch hier. Hier ist sicher was, siehst du? Eine Beutekiste mit Drehmetall. Krass. Das sehen die Leute, übersehen die Leute auch am meisten, oder zum Teil. So, komm her. Tschüss. Du auch. Yeah, Alter, so viel Schaden, geil. Sauhebe, ey. Da, friss. Alter, was ist hier? Oh, was ist hier los? Alter, was ist passiert? Krass, was ist da passiert? Gut, dann mal los. Teleportiert Kriegs. Satellit. Oh, oh, oh. Den helfe ich mal. Super, jetzt sind wir schon gestorben. Grabschiff, Alter. Was geht hier ab? Krass. Das ist einfach mal so ein Satellit hier runtergegangen, ey. Boah, Alter. Alter, krass. Au, das tut weh. Wow, das ist die Hexe. Wow. Weiter so. Boah, krass, 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 krass. Ja, erledigt. Hammergeil. Boah, der haut da rein. Das ist ja Wahnsinn. Gut, mit Level 26 ist das für den auch nicht das Problem, gell? Boah, krass. Sind wir mal mit so einem Event reingeflutscht? Fuck, gestorben. Ah! Weiter auf See. Ich will trotzdem helfen. Ich will trotzdem helfen. Wir haben es fast geschafft. Komm, 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 komm. Gut gemacht. Goldstufe erreicht. Geil.
fertig teleportiert. Krass. Da kriegst du einfach mal so ein Event hier reingeklatscht. Puh. Cool. So. Wo? Oh, du nervst da unten. So, ich muss hier irgendwie einen toten Geist kriegen, aber wie soll ich das? Wie soll ich das machen, wenn hier nichts ist? Komm, ich halt nicht so richtig nach, irgendwie. Au, 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 das tut weh. Aha, jetzt kommen sie. Boah, Alter, ist das hart. Ich bin nur noch so klein, lass mich doch in Ruhe. Alter, wenn je mehr die von diesen Scheißdingern abschießen, desto schwieriger ist es. Au, das tut weh. Der hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Oh, Alter, die nerven, die... Pure Scheiß Schade, Alter. So. Tschüss. Hm, du nervst genauso da. Du brauchst dich auch gar nicht hinter dem Auto verstecken. Und tschüss. So. So, also, da gehen wir uns jetzt mal auf die Anlage. Da müssen wir hier hin. Ich wechsle jetzt noch schnell die Waffe. Nehme ich auf das Scout-Gewehr schnell noch. So. Super bereit. Wenn ich Glück habe, komme ich an den vorbei. Oh, Alter, nervt mich doch nicht. Muss ich wirklich da noch rein, oder was? Das Scout-Gewehr macht aber wirklich mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Es war nur mit so vielen Einzelschüssen belegt, aber es macht mehr Schaden. Da. Yeah. So. Danke. Diese hure Leibeigene da, die nerven auch tierisch. So, auf geht's jetzt hier rein in das, in die gute Stube. Ich wüsste, wo lang. Hä? Aha, ich muss hier links rum. Ja, hier muss ich lang. Okay, Kisten hat sie aber keine, hä? Hier ist nüt, hier ist nüt, hier ist nüt. Da ist... Nee, da ist keine Kiste. Hier ist keine Kiste, gut. Also, dann gehen wir mal weiter. Hier ist nix. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Wieder Einstieg beschränkt, okay. Treffer.
Oh, du. Hüter und Geister sterben wie niemals zuvor. Guck, guck. Du nervst. Au, oh, wo ist das? Da. Und tschüss. Ich hatte einen Haufen solcher Dinger. Ich weiß auch nicht einmal. Tschüss. Cool, wir haben jetzt einen erhöhten Beinschutz. Geil. So, hier ist auch nichts drin, oder? Nö, hier ist nur eine Baustrahler. Aber sonst ist hier nichts mehr. Hä? Gut, dann wechseln wir mal schnell unsere Ausrüstung. Und zwar... Ja, um einen Punkt mehr, aber das macht nichts. So. Dann haben wir mal unseren Beinschutz mal gewechselt. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir wechseln mal auf diese Waffe. Wenn wahrscheinlich noch wirklich noch so viele Gegner kommen sollten... Das war nicht gut von mir. Ja, komm, trau dich doch. Komm, komm. Jawohl. Und tschüss. Hier sind auch jede Menge solcher Netze. Aber auch keine Kiste oder irgendein toter Geist. Haben wir hier auch nicht, ja? Nee. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Oh, Alter, da hinten sind ja auch noch ein paar. Was? Ah, verdammt. Schnell hier durchrennen, dann ist es gut. Dann können wir sie nämlich so von der Seite erledigen. Ja, das super bereit will ich auch nicht einsetzen. Weil ich jetzt das Gefühl habe, da kommt noch mehr als nur mal die. Aua! Das tut weh. Muss mal hier ein bisschen dahinter bleiben, dass sich wieder dieser Balken sich auch wieder auffüllt. So. Und tschüss. Da ist auch noch so einer, der mich nervt. Oh, da gibt's so viele, die da nerven. Alter. Danke. Machen wir es eben so. Ganz einfach. In Deckung bleiben, in Deckung bleiben, in Deckung bleiben. So, jetzt. Eben halt so. Sonst, oh fuck. Sonst hätte ich noch ewig gebraucht, bis ich den erledigte. Oh fuck, da hinten. Alter. Puh. Ja, da unten ist auch noch so ein Ding. Und tschüss.
Ja, voll getroffen. Habe ich gerade zwei mit einmal erledigt, habe ich so das Gefühl. So, ist hier keine Munition für mich, so, weiß nicht, normale Primärmunition oder so. Nö, alles nur so spezielle Munition. Was passiert jetzt hier? Oh fuck. Oh fuck. Alter. Wie willst du das machen, ey? Boah. Shit. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Oh, super, jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Yeah. Jetzt kriegt ihr es mit mir zu tun. Ganz einfach. Guck mal, wie der da liegt, Alter. Krass. Ich hab mir die Rücken eingekriegt. Aua. Oh, das tut weh. Tja, und das ist Yoga. Kann ich immer nur wieder lachen bei dem. Tot. Tot. Oh, noch nicht tot. 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 Aber ich glaube, ich wechsle vielleicht. Ja, es machen beide genauso viel Schaden. Machen wir mal so. Super bereit. Ja, aber das würde ich noch nie einsetzen. Das hebe ich mir mal wirklich auf, wenn es sehr hart kommt, weil der Captain, ich glaube. Wir nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Na komm, zeigt euch doch, wenn ihr könnt. Und tschüss. Oh, da oben ist der Captain. Das sehe ich bis hier. Den haben wir auch erledigt. Der hat nicht mehr so viel Leben, zum Glück. Der auch. Oh, Alter, ich bin so am Konzentrieren jetzt gerade. Ah! Jetzt stirb endlich! Ja! Jawohl! Oh nee, 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 nicht jawohl. Der ist nur abgehauen. Oder ist das der zweite? Oh Mann. Oh, es kommen noch diese scheiß Flugteile, ey. Es dreht euch. Alter. Wo ist der Captain? Da. Perfekt.
ist auch hinüber. Der kommt mit dazu. Der auch gleich hinterher, wenn ich nachgeladen habe. Jetzt. Also ich glaube, die Scout-Waffe gefällt mir eigentlich wirklich am besten. Weil ja, kannst du nicht so viel Munition verprassen. Sauhunde, Alter. Jetzt kommt mal her. Ja, genau. Sich dann noch verstecken, so feige, ey. Erstmal auskurieren lassen. Alter, da den habe ich nicht gesehen. Puh, Schwein gehabt. Den habe ich nicht gesehen. Boah, Alter. So, wisst ihr was? Nach diesem krassen Fight hier auf dem Hof, muss ich erstmal eine Pause einlegen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Sag ich einfach. Entschuldigung. Bis dahin sag ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zur nächsten Folge von Destiny, wenn uns dann der nächste Kampf bevorsteht. Bis dahin, Freunde, sag ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit Destiny.